Hallo zusammen, schaut mal, was ich hier habe. Milka Leo mit weißer Schokolade. Hab ich mir gegönnt in Brüssel am Flughafen, als ich jetzt am Wochenende in Belgien unterwegs war. Und ja, ich liebe Milka Leo, das kann ich schon mal vorab sagen. Milka Leo, sorry, alle KitKat-Freunde, schlägt für mich sogar wegen diesem Waffel-Crunch-Schokolade, schlägt für mich sogar KitKat. Ich mag es noch lieber. Sorry. Milka Leo. Finde ich einfach immer geil. Leider, ich habe den schon auch so ein bisschen jetzt aufgerissen, weil ich war gerade so aufgeregt und dachte mir so, hups, nee, erstmal wird ein Video gedreht und dann wird das Ding genossen. So, ich versuche das jetzt mal aufzuklamüsern. Es ist mir so ein bisschen Es ist mir so ein bisschen angeschmolzen, aber egal. Milka Leo ist immer geil, schmeckt auch angeschmolzen, richtig lecker. Und oh, das ist wieder eine Sauerei hier, aber. Die Waffel ist der mega, mega Burner. Also, kennt ihr Milka Leo? Ja, ne? Gibt es den Weißen eigentlich noch in Deutschland? Es ist echt mein absoluter Lieblingsriegel. Und ich finde den so lecker, dass ich jetzt nochmal verraten kann, gleich, was ich dafür bezahlt habe. Ihr werdet es nicht glauben, echt nicht. Ich habe diesen weißen Milka Leo am Flughafenautomaten entdeckt und dachte mir so, okay, wird 1 € kosten, vielleicht 80 Cent. Nee, 1,50 €. Also ein richtiger Luxuspreis, aber seht ihr auch, was mir Milka Leo wirklich wert ist, ja? Dieser Verzehr, ein 1,50 € Luxusriegel, das ist definitiv nicht zu toppen von den Preisen, aber Milka Leo schmeckt, warum ist es nicht so geil? Man hat einmal diese leckere Milka-Schokolade, man hat die weiße Schokolade und der. Und das Verhältnis zwischen Schokolade und Keks und Waffel, der Geschmack der Milka-Schokolade mit der Waffel ist einfach geil. Wir wissen alle, wie Milka-Schokolade schmeckt, nämlich geil. Und das in so einer, in Anführungsstrichen, KitKat-Variante mit weißer Schokolade oben drüber ist einfach untoppbar. Deswegen sage ich euch, bitte kauft mehr Leo. Ich weiß gar nicht, Leo gibt es noch in der normalen Variante, ja? Ich würde nämlich heulen, wenn das vom Markt verschwindet. Da müsste ich dann immer nach Belgien rüberfahren, glaube ich, und da kistenweise von einkaufen. Milka Leo ist einfach die Bombe. Habt ihr das auch schon mal gegessen, Milka Leo? Mögt ihr das auch, so wie ich? Was mögt ihr lieber, Milka oder andere Schokoladensorten? Ich liebe Milka Leo. Und schreibt mir nochmal drunter, ach ja, schreibt mir nochmal drunter, wie euch Milka Leo schmeckt, ob ihr es schon mal gekauft habt oder noch nicht. Milka Leo kriegt ihr von mir auf einer Skala. Ja, das ist eine tolle Woche. Auch 10 Punkte, war ziemlich das geilste Schoko-Waffel-Ding von Milka ever ist. Und schlägt damit auch das KitKat, I'm sorry. Ich schicke damit auch das KitKat. Es ist einfach geil. Leo, ich liebe dich. Ja, abonniert den Kanal, gebt mir den Daumen nach oben. Das war's auch schon vom Milka leckerem Leo. Schaut euch das mal in der schönen Bissperspektive an.